Shirin, welche Musik hörst du im Moment? Werde ich manchmal gefragt. Ehrlich gesagt, weiß ich oft nicht, was ich darauf antworten soll. Meistens kenne ich weder die Sängerin oder den Sänger noch den Musiktitel. Das war aber mal anders. Ganz anders. Es gab Zeiten, da habe ich fast den ganzen Tag vorm Fernseher gesessen und Musiksendungen geschaut. Ich kannte fast jede Musikgruppe und jeden Titel aus den Charts. Verrückt, wenn ich so darüber nachdenke. Für andere Dinge habe ich mir fast keine Zeit mehr genommen. Die Musik war viel aufregender als alles andere. Sie hat mir eine neue Welt gezeigt. Eine neue Gefühlswelt. Ich habe mich frei und glücklich gefühlt, wenn ich Musik gehört habe. Oder traurig und unglücklich. Oder nachdenklich und ruhig. Oder stark und inspiriert. Es war ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wenn ich etwas fühlen wollte, habe ich Musik aus den Charts gehört. Für jedes Gefühl gibt es schließlich die passende Musik. Fast wie im Supermarkt. Nur, dass ich keine Produkte kaufe, sondern Gefühle. Die Musik hat mich von der Realität abgelenkt. Von Dingen, die ich nicht fühlen wollte. Ich konnte nicht mehr ohne Musik leben. Ohne sie war alles so langweilig und stumpf. Wenn ich keine Musik hören konnte, habe ich mit anderen Leuten über Musik gesprochen. Sie hat meinen Alltag bestimmt. Ich habe mich oft in meinem Zimmer eingeschlossen und stundenlang meine CDs gehört. Ich habe sogar das gleiche Lied immer und immer wieder gehört. 10 oder 20 oder 30 Mal. Natürlich waren alle anderen total genervt davon und konnten das Lied nicht mehr hören. Ich wollte alle Texte lernen und mitsingen. Das waren oft englische Texte, hauptsächlich über Liebe und Schmerz. Ich bin mir sicher, dass mir das geholfen hat, die englische Sprache besser zu verstehen und zu sprechen. Außerdem wollte ich alles über die Musikerin und den Musiker wissen und habe deshalb Musiknachrichten gesehen und Musikmagazine gelesen. Die Künstler waren fast wichtiger als die Musik und die Musik war ziemlich Mainstream. Heute mache ich das nicht mehr. Natürlich liebe ich die Musik immer noch, aber auf eine andere Art, denke ich. Ich konsumiere weniger. Ich höre nicht mehr so viel Musik wie früher. Aber wenn ich Musik höre, dann muss sie echt sein und rein. Sie muss von Herzen kommen und sie muss mir zeigen, wer sie ist. Sie muss divers sein. Sie muss mir ihre zahlreichen Facetten zeigen. Sie darf keine Person in den Mittelpunkt stellen. Die Person ist nur das Medium, durch das sie sich ausdrückt. Sie darf Gefühle nicht künstlich erzeugen, sondern die Gefühle müssen aus der Musik selbst kommen. Musik ist wunderschön und sie kann heilen. Sie kann aber auch hässlich sein und zerstörerisch wirken. Wenn Musik eine Droge ist, dann war ich früher süchtig. Ist Musik eine Droge für dich? Was denkst du? Also, bis nächste Woche. Tschüss. Wenn du den Text und die Vokabeln aus der heutigen Episode möchtest, dann schau mal auf meiner Patreon-Seite vorbei. Ich verlinke dort auch einige deutsche Lieder und Texte, die ich gut finde.